Diese vier Namen lauten wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Und diese Namen geben eine Beschreibung für den, der kommt. Da sind Merkmale dabei, ja, da ist Charakter dabei. Und wir haben diese Wörter, die nochmal mehr Beschreibung, nochmal mehr Inhalt mitgeben. So dass Jesus nicht nur Ratgeber ist, ein wunderbarer Ratgeber. Und er ist ein starker Gott. Er ist ein ewiger Vater. Er ist da und er bleibt. Und er ist ein Friedensfürst. Und ich finde es insgesamt immer was Schönes, auch über Namen nachzudenken. Die Tatsache, jeder, der hier heute ist, hat einen Namen. Das bedeutet, du hast eine Herkunft. Denn mit dem Namen kommt schon Identität. Da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie du heißen sollst. Dass wir einen Namen haben, bringt diese Herkunft mit sich. Und wäre es anders, wäre das brutal tragisch.